Hallo, ich liebe diesen Anblick, wenn meine süße Gertrud in der Hängematte chillt. Aber leider, jedes Mal, wenn ich mit dem Handy komme, dreht sie sich weg, wie jetzt auch wieder. Und das sieht immer zu niedlich aus, wenn sie da drinnen voll relaxed, entspannt drin liegt. Aber wie gesagt, immer wenn ich mit dem Handy komme, dreht sie sich weg. Jetzt guckt sie, raschelt mit den Zähnen, entweder weil es ihr nicht passt, dass ich hier bin, oder schaut sie, ob ich vielleicht doch was zu fressen bringe, was Leckeres, und dreht sich dann wieder weg. Ich verstehe nicht, warum sie das tut, als wenn sie irgendwie beleidigt ist, dass ich sie jetzt störe oder dass ich sie beobachte. Ich weiß nicht, was in dem kleinen Köpfchen von diesem süßen Meerschweinchen vor sich geht. Das ist immer zu schade, weil es sieht wirklich super niedlich aus. Aber leider tut sie mir nicht den Gefallen, dreht sich einfach weg. Und dahinter ist die Emi, und das verstehe ich auch nicht, diese Reaktion von der Emi. Die ist da so panisch und ängstlich, und vor einer halben Stunde habe ich erst sauber gemacht, und da ist die Emi die erste, beziehungsweise die ist ständig um mich rum und muss beobachten, was ich mache. Da ist kein Besen irgendwie beängstigend, oder die Hände, wenn ich da in dem Stall rumfuhrwerke, rumarbeite und alles schön putze, und hier kriegt sie voll Panik. Sie könnte ja eigentlich weglaufen, aber das macht sie auch nicht, sondern ist total hier schreckhaft. Keine Ahnung, also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also komische Reaktion, und man lernt nie aus bei diesen Meerschweinchen, wie sie sich verhalten. Also für die, die das Video anschauen, denken bestimmt, die Emi ist dermaßen eingeschüchtert und ängstlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich jetzt an dem Handy liegt. So. Und kaum bin ich wieder ein Stückchen weg vom Stall, dann hat sich meine Gertrud wieder zu mir gewandt. Und so liegt sie eigentlich immer drin. Und diesen Anblick finde ich so niedlich. Und den wollte ich euch eigentlich zeigen. So. Also ein völlig gechilltes Meerschweinchen. Und die Emi ist auch noch da. So. Und Gertrud hat die Schnauze voll und dreht sich wieder um. Einfach abwenden, ignorieren. Das soll es für heute gewesen sein. Und bis später einmal mit dem Rücken. Auch ein Rücken kann entzücken, sagt man ja so schön. Also bis dahin sage ich euch Tschüss.